Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir sind an der doch ein kleines bisschen nervenraubenden Mission Ein Stein nach dem anderen 2. Wieder übrigens super kreativ. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, wie ihr sehen könnt, wir sind in einem Timelapse, denn ich habe uns den ZIX 605R einmal geholt. Den hatten wir das letzte Mal ja schon konfiguriert und jetzt probieren wir das Ganze mal mit dem aus. Mal gucken, ob das besser funktioniert und besser klappt. Der andere, der International Paystar 5600 TS, der hat keinen Sprit mehr, deswegen konnten wir da jetzt nicht weiterfahren. Das bedeutet, wir tanken den jetzt einmal auf, on the fly, und machen uns dann nach unten. Unten können wir dann den 605R einmal aufladen und ich fahre das Ganze dann wieder nach oben und ich würde wirklich gerne gucken, dass ich das alles im Timelapse mache und ja, wenn das dann fertig ist, dann hören wir uns wieder. Come on and set the light in me.
Freunde. Also, da ist er uns direkt einmal umgekippt. Aber wir haben ja den Kran dabei. Daher ging das eigentlich relativ schnell aufzustellen. Ich bin nicht ganz so weit gekommen in den 20 Minuten, die ich selber gespielt habe. Für euch waren es ja nur ungefähr 5 Minuten. Aber ja, passt. Würde ich sagen. Das soll halt einfach eine Mission sein, die ein bisschen herausfordernd ist. Und zeitaufwendig. Ich glaube, das muss man einfach so hinnehmen und akzeptieren. Also, wir fahren jetzt mal weiter. Gucken mal. Am liebsten hätte ich eigentlich ganz gerne, dass wir mit dem Zix vorausfahren. Und wenn uns nämlich was auf die Seite fällt, könnte man das natürlich mit dem Kran, der hinten dran dann steht, wunderbar aufladen. Ich finde aber hier keine Stelle, in der ich mal gerade den Zix vorbeilassen könnte. Und deswegen, ja, würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach. Und notfalls müssen wir halt auch nochmal hier mit dem 5600 TS nochmal hinterher. So ist es. Das hier wird jetzt nochmal eine lustige Stelle. Weil hier verwinden wir alles ganz schön. Und das Problem beim Umkippen ist immer, wenn in dem Sinne bei einer Achse nur auf einem Reifen die Last liegt. Und das ist hier durchaus der Fall. Seht ihr, da kippt es dann um. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Kommen wir hier irgendwo hin? So, wir ziehen uns mal hier hoch. So, jetzt könnte es noch gleich nach rechts kippen. Das könnte noch sehr gut passieren. Oder es passt. Also wir machen hier auf jeden Fall die Tour über den Asphalt. Das ist keine Frage. Der ist alles schwerer und es gibt die eine blöde Stelle. Aber der andere Weg, der ist mir viel zu tippy. Da habe ich das Gefühl, da dauert es nicht lange und dann kippen wir um. Und das möchte ich nicht. So. Also. Motor aus. In den Zix rein. Und da bin ich jetzt gespannt. Passiert das an derselben Stelle oder nicht? Und natürlich, ne? Also Leute. Der macht das like a pro. Überhaupt kein Problem für den Zix. Weder in der Leistung, der selbst kippt nicht um und es hat schon saugut funktioniert. Ne? Man kennt so die Stellen jetzt mittlerweile auch, wo man definitiv nicht mit dem Anhänger durchfahren sollte oder eher so mal so einen Bogen drum macht. Aber ob er jetzt hier an der Stelle eigentlich gleich umkippt, ich bin mir da nicht so sicher. Also möglichst weit rumfahren. Ja, hier war es noch nicht passiert, aber hier gleich. Nur Vorteil, der Zix ist deutlich wendiger. Deswegen hat er vielleicht dann auch weniger das Problem. Aber wir wollen den Tag nicht vorm Abend loben. Definitiv hier nicht.
Also was ich hier nicht sehe, ist, dass wir das nur mit einem Fahrzeug machen. Eigentlich nicht. Also wenn überhaupt. Wobei man könnte schon sagen, wir können es einfach ausprobieren. Gerade den Asphalt, das ist ja kein Problem, das hinten dran zu ziehen. Und wenn es umkippt, dann holen wir einfach den International. Oder wenn wir nicht weiterkommen, holen wir einfach den International und gut ist. Weil ich habe schon das Gefühl, dass der Zix das hier auch besser macht wie der Plat. Der ist ein. Also ich mag den Plat. Ich mag den wirklich. Das ist eine saucoole Maschine, einfach weil sie auch so richtig gigantisch groß ist. Und einfach nur, aber. Come on, dann gib auch dieser verdammten Maschine Power ohne Ende. Da haben sie ein bisschen gespart, oder? So, wir machen das so, wir stellen den jetzt hier ab. Dann machen wir mal ganz kurz den Motor aus, wobei es fast Quatsch ist. Naja, dachte ich mir schon und trotzdem kommen wir hier jetzt nicht so ohne weiteres dran. So. Dann stellen wir den Anhänger hier hinten dran. Okay. Also, das ist natürlich wieder mal ein Foto wert. Dicker Road Train. Ihr wisst ja, ich finde das total geil. Ich freue mich da jedes Mal wie ein Keks. Wenn man so einen richtig geilen Road Train machen können kann. Toll wäre es natürlich, wenn es auch noch nativ gehen würde. Und nicht so irgendwie getrickst. Ja, ich weiß, Leute. Ich weiß, Leute. Es gibt Mods. Aber ihr kennt ja meine Mod-Haltung. So, hier haben wir jetzt eine. Müssen wir gut drauf fahren. Sonst kippt das da rein. Das ist nicht lustig. Oh, ich kann da nicht hingucken. Ich kann da nicht hingucken. Aber das ging jetzt nochmal. Ja, hat noch geklappt. Gut, einmal schnell nachtanken. Es ist eine spritschreiende Aktion. Oh, hier steht ja auch nochmal einer. Das ist natürlich auch nochmal sehr gut. Also ist nochmal ein kleines bisschen kürzer, wenn wir doch nochmal Hilfe brauchen. Ist das ist die gleiche Kombi? Oder? Nee, das ist der Atom. Aber ist kein Problem.
Der A-Team kann da genauso helfen. Die Nachbarn hier, die müssen aber auch jedes Mal denken, ey, schon wieder dieser Hoshi, der da hier einmal querbeet fahren will. Und mir das Blumenbeetchen kaputt macht. Oh, ich hätte es fast vergessen. Entschuldigung. Ihr wollt ja was sehen. Ich ja auch. So ist es nicht. Die Reifen hier. Altbekannte Stelle aber. Wenn man da jetzt keine Straßenreifen hat, dann kommt es halt einfach, kommt er nicht so gut hoch. Aber man kommt erst gar nicht dorthin, wenn man Straßenreifen hat, so ungefähr. Ist das Problem. Wenn wir gerade hier nochmal ein paar Sekündchen haben, meine Lieben, ich hab's schon mal in einer Folge ganz am Ende, ganz kurz angerissen, aber es guckt ja nicht immer jeder auch bis zum Ende, das ist ja verständlich. Mein neuer Rechner ist ja hier schon am Start und das bedeutet, es geht los mit den Livestreams. Wir werden erstmal anfangen mit dem allerersten Patreon-Livestream, der findet statt. Save the date. Am 7.9. So, jetzt hoffe ich, dass alles klappt hier. Am 7.9. findet der statt. Für alle Patreons, also sprich Kanalmitglieder und PayPal-Spender, die ihren Beitrag zum Möttgen-Rechner beigetragen haben. Ich möchte mich damit auch nochmal recht herzlich bedanken. Angesetzt sind jetzt erstmal 4 Stunden. Beginn soll 18 Uhr sein und geht bis 22 Uhr. Zwischendurch mal so eine kleine Pipi-Pause oder sowas. Und was wir machen, ich habe da schon ein paar Ideen, aber vor allem wird das irgendwie so mehr für die Patreons sein. Also sprich, ich habe ja noch ein Projekt, das hatte ich ja schon die ganze Zeit gesagt, ein Projekt, was ich gerne machen möchte mit euch, wenn die Streams losgehen. Da müssen wir dann schauen, also SnowRunner erst einmal, ne? Also das ist halt einfach das Thema, was gerade hier aktuell für mich jetzt ist, zumindest deswegen erst einmal SnowRunner Punkte. Aber da kann man dann später natürlich auch nochmal ganz andere Punkte und Themen aufziehen. Aber erst einmal SnowRunner auch mit dem Patreon Stream. Aber da gucken wir vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob es den einen oder anderen interessiert, mal so ein bisschen hinter die Kulissen, in Anführungszeichen. Ich fände ein Feedback zu meinem einen bestimmten, seit Monaten andauernden Projekt, was ich schneide und skripte und oh Gott. Da würde ich mich natürlich freuen. Und sowas ist, glaube ich, dann perfekt für die Supporter.
Und es sind jetzt also nicht mehr ganz 2 Wochen, aber ich konnte es nicht vorher irgendwie einplanen. Aber ich habe dieses besagte Wochenende, dann habe ich sturmfrei, dass meine Frau mit den Kindern weg. Das bedeutet, das ist perfekt dafür. Und ich bin gerade in Verhandlungen mit meiner Frau, wann es dann den monatlich regelmäßigen Stream gibt. Der wird auch wieder 4 Stunden sein, das steht schon mal insoweit fest. Aber wann der genau sein wird, das weiß ich noch nicht. Wird das immer ein erster Dienstag jeden Monat oder ich irgendwie so in der, keine Ahnung. Oder am einfachsten gefühlt wäre ja, wenn man sagen könnte, jede gerade KW, Dienstag jede gerade KW, also Kalenderwoche. Das wäre am liebsten, aber das wären 2 pro Monat und ja, das bedeutet ja auch immer an dem Tag, auch wenn es abends sein wird, das muss man dazu sagen, es wird abends sein und es, weil ich das gerade Dienstag gesagt habe, es wird aber kein Dienstag sein, weil Dienstag ist reserviert für den Aufnahmetag und eigentlich ist ja mein Ziel, dass ich mal ein bisschen schneller hier vorankomme, was natürlich schwierig ist, wenn ich ständig Timelapse mache, aber dann auch nochmal ganz, ganz anderen Content, ne? Vielleicht doch nochmal ein bisschen Farming Simulator 22, bis der 25er rauskommt. Vielleicht doch nochmal ein bisschen Timberborn. Ich habe ja Bock drauf. Es gibt dann ein Update 6 demnächst. Und ja, genau. Also, nur, ich muss jetzt mal von diesem theoretischen Part endlich jetzt mal wegkommen. Und so, jetzt kommen wir hier zu einer sehr, sehr kritischen Geschichte, wo ich am Überlegen bin, ob wir die einzeln ziehen, weil ich dann mehr Kontrolle hätte. Nee, ich... Oh Gott, nein. Ich rede einfach weiter, weil ich dann mehr Kontrolle hätte. Nee, Quatsch, nicht mehr Kontrolle, das ist ein anderes Thema. Nein, das ist die falsche Richtung eigentlich, um gegen das Tippen... So, komm, ich fahr jetzt einfach, komm. Einfach fahren. Einfach fahren, nicht zurückgucken. So, pass auf. Wir fahren jetzt so, wir fahren so. Ganz stur, nicht in den Spiegel gucken. Einfach, gib ihm. Oh, Leute, ich bin nervös. Ich weiß, ihr glaubt mir das vielleicht jetzt nicht. Noch hab ich's nicht gehört, dass irgendwas umkippt. Da vorne ist es. Das Ziel, den Flughafen schon sehen. Das wäre jetzt übel. Sollen wir mal gucken? Ah, verdammt. Es hat sich so gut angefühlt. Alles klar. Meine lieben Freunde, das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Wie gesagt, save the date, beziehungsweise für die ganzen Patreons. Ihr dürft natürlich auch gerne da nochmal 1 oder 2 Euro... überweisen, wenn ihr da jetzt bei dem ersten Livestream dabei sein wollt, dann könnt ihr das machen. Aber keine Sorge, es kommt ja danach weiterhin der ganz normale, für jeden der regelmäßige Livestream. Ich hoffe, ich darf das so überhaupt sagen. Darf ich das sagen? Darf ich dafür Werbung machen? Wenn ich sage, ihr müsst, könnt eine Kleinigkeit... Ja, aber es gibt ja nichts zu gewinnen. Genau, ich habe nämlich nochmal nachgelesen, Gewinnspiele, die hinter einer Art von Pay stecken, sind grundlegend verboten. Und ist auch gut so, aber da wäre ich letztens fast reingedapst, weil ich den Patreons eine gute Sache tun wollte. Aber das muss ich dann irgendwie anders machen und nicht dann... so in der Art. Ja, mal gucken. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das genau dann organisiere. Aber vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.